Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte mit heute euch ein bisschen basteln. Und zwar basteln wir kleine süße Osterhasen aus Klopapierrollen, die mittlerweile jeder zuhaufen zu Hause haben müsste. So, ihr braucht dafür eine Unterlage, damit wir den schönen Tisch nicht versauen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich auch noch ein Kittelchen umziehen oder sowas, damit ihr euch nicht versaut, aber alles waschbar. So, pro süßem Häschen braucht ihr 2 Klopapierrollen. Ihr werdet ein bisschen Wasser brauchen für die Wasserfarben. Ich habe keine Wasserfarben, ich habe mir aber schon was zurechtgerichtet. Ich habe mich dafür entschieden, dass mein nächster Hase orange wird. Und das Grün brauchen wir für das Gras. So. Damit, ich finde es einfach, hat ein bisschen mehr Effekt, wenn wir 2 verschiedene Grüntöne nehmen. Braucht ihr aber nicht. Ihr könnt euer Gras natürlich auch lila machen. Oder mit Einhörnern verzieren. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. So. Ihr braucht einen Pinsel. Eine Schere. Einen schwarzen Stift, um später das Gesicht zu malen, und vielleicht einen Bleistift oder einen anderen Stift, um euch die Zähne vorzuzeichnen, für die ihr auch ein Stück weißes Papier braucht. Braucht man wirklich nicht viel. Und einen Klebestift. So, und dann würde ich sagen, können wir auch schon anfangen. Die stelle ich mal beiseite. Dann nehmen wir uns schon mal unsere erste Rolle, Pinsel. Damit wir uns die Finger nicht ganz so versauen, ein bisschen ist einfach normal, stecken wir die Finger hier in die Rolle, dann können wir die nämlich so schön hier drehen und wir malen erstmal die erste Hälfte an. Das heißt, die hier unten, wo die Finger sind, lassen wir frei. So. Wenn ihr mit Wasserfarben malt, ist gut, wenn ihr nicht so viel Wasser nehmt, damit die Rolle nicht, also die Pappe, nicht ganz so durchnässt wird, dann trocknet es einmal schneller. Und wenn ihr richtig schön kräftig in der Farbpalette rührt, kriegt ihr auch kräftigere Farben. Dann sieht man hinterher gar nicht mehr, was der Hase eigentlich mal war. So. Genau, dann könnt ihr nämlich hier, schaut mal, so schön drehen. Und wir versauen uns die Hände nicht. So. Wie gesagt, je kräftiger ihr mit eurem Pinsel in der Farbe rührt, desto kräftiger wird auch die Farbe dann auf der Pappe später. Ich würde euch auch raten, keine zu dunkle Farbe zu nehmen. Ich zeige euch mal kurz ein Beispiel. Ich habe hier die dunkelblau genommen, da sieht man einfach die Augen nicht so gut drauf. Es sei denn, ihr habt vielleicht Wackelaugen, dann müsst ihr die Augen gar nicht malen, sondern könnt ihr so schön aufkleben. Die sind ja, haben ja auch einen weißen Hintergrund. Damit geht es auch gut. So, wenn ihr die erste Hälfte angemalt habt, dann wechseln wir die Seiten und auch die Finger und malen die zweite Hälfte an. Ich bin eigentlich gar nicht so die Saisonbastlerin, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe richtig Spaß dran und ich habe jetzt, das ist jetzt mein 5. Häschen und ich werde meine Nachbarn damit erfreuen, denn ich werde die Häschen später in den Hausgang
in unseren Hausgang auf die Fensterbänke stellen und so haben alle was davon. Und ich glaube, die freuen sich auch über ein bisschen was Buntes. So, wir gucken, dass wir auch kein Fleckchen ausgelassen haben. Super. Die wird erstmal abgestellt zum Trocknen. Wir nehmen uns direkt die zweite. Und jetzt malt ihr mit derselben Farbe nur die Hälfte an. Ja, also hier die untere Hälfte mit derselben Farbe. Ich würde mich total freuen, wenn ich später auf der Homepage ganz viele selbstgemachte Osterhasen sehe. Bunt und fröhlich. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Also kräftig malen und dann posten und uns alle dran teilhaben lassen. Super, die Hälfte ist angemalt, jetzt waschen wir den Pinsel aus, weil wir nämlich jetzt die zweite Hälfte für unser Gras brauchen. Das heißt, wir nehmen jetzt die grüne oder die Farbe, die ihr gerne möchtet. Vielleicht wollt ihr auch eher eine Art Nest machen und könnt es gelb anmalen, dann ist es eher wie Stroh. Das ist euch ganz individuell überlassen, so wie ihr mögt und lustig seid. So, ich möchte gerne das helle Grün als Untergrund nehmen. Hier auch ein bisschen Papier zum Pinsel abtupfen. So, ich möchte das helle Grün als Untergrund und male jetzt die zweite Hälfte an. Das Schöne ist ja, dass beim Basteln jeder ganz kreativ sein kann, die Farben benutzen, die er möchte und ganz tolle Sachen zaubern kann. Drehen wir ein bisschen, damit wir auch überall hinkommen. So, die untere Hälfte ist grün und damit wir jetzt, ich zeige es euch mal, so ein bisschen mehr Struktur ins Gras bekommen, auch hier, da hatte ich einen dunklen Untergrund, machen wir jetzt tatsächlich den Pinsel ein kleines bisschen nass. So, nur die Spitze. Stelle ich das mal kurz ab, dass ihr das besser seht. Und jetzt mische ich mir hier so ein ganz kleines bisschen die zwei Farben zusammen, dass ich auf der Spitze so einen kleinen Farbmix habe. Und dann kann ich nämlich von unten nach oben mir so ein paar Grashalme reinmachen. Ja, schaut mal. Und hier ist auch wirklich immer wieder so ein bisschen Wasser nehmen, damit das nicht so dick aufgetragen wird. Ihr könnt da kreuz und quer wirklich eure Striche malen. Das muss nicht akkurat sein, ganz im Gegenteil.
Vielleicht auch wieder ein paar hellere mit reinsetzen. Immer schön drehen, damit ihr auch von allen Seiten die Struktur habt. Ja, ich glaube, mir reicht das so. So, und auch das stellt ihr jetzt erstmal zum Trocknen auf die Seite. Den Pinsel waschen wir ein bisschen aus, den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, als nächstes braucht ihr das Blatt und einen Bleistift zum Vorzeichnen. Und ich zeige euch mal kurz die Zähne hier. Wenn ihr mal schaut, wir haben ja hier gar nichts freigelassen. Damit die auch schön rauskommen, malen wir uns die auf Papier vor. Und da könnt ihr auch entscheiden, was für Zähne ihr möchtet. Der hier hat ein bisschen lustige Zähne, genauso wie mein roter. Ein langer, ein kurzer. Oder ein bisschen breiter oder ganz lange Hasenzähne. Das dürft ihr entscheiden, wie ihr möchtet. Ich glaube, ich nehme heute mal zwei gleich lange. So. Ganz easy, die malt ihr euch auf. Dann schneidet ihr sie aus. Vorausschneiden, dann geht es einfacher. So. Das ist auch nur eine grobe Skizze. Ich mag es ganz gerne, wenn die Zähne ein bisschen abgerundet sind. Muss aber auch noch gar nicht sein. Ich bin so gespannt auf eure Bilder von euren Hasen. So, schaut mal, ich habe es ausgeschnitten. Gar nicht akkurat, aber ist auch gar nicht schlimm. Denn jetzt brauchen wir einen dicken schwarzen Stift. Und jetzt umranden wir das Ganze nochmal, damit das ein bisschen besser sichtbar ist. Ja? Weil wenn wir es nur so aufkleben würden, würde es ein bisschen untergehen. Jetzt ziehen wir einfach um den Rand nochmal eine schwarze Linie. Dafür haben wir auch die Unterlage, wir versauen nichts. So. Und schwupps sind die Bleistiftlinien weg und kein Mensch sieht mehr, dass ich gar nicht so akkurat ausgeschnitten habe. Schaut mal. Genau. Prima. Dann können wir das auch schon wieder auf die Seite legen. Jetzt nehmen wir unser Röllchen. Im besten Fall ist es schon trocken. Ein ganz klein bisschen fehlt noch bei mir, aber das ist nicht schlimm. So, ich nehme jetzt nochmal einen schwarzen Stift. Etwas dünner. Einfach, weil ich damit besser malen kann. Und zeichne das Gesicht auf. Und zwar die Augen. Mit denen fange ich an. Und auch da, ich stelle euch mal zwei Beispiele. Ne? Das ist hier vielleicht. Die sind lang und parallel zueinander. Die sind länglich und so ein bisschen schräg. Hier habe ich runde gemacht, die so aneinander sind. Ich denke, die werde ich jetzt auch nochmal machen. Und die setzt ihr hier oben in dem Bereich an. So. Jetzt malen wir natürlich hier noch die Pupillen rein, damit das auch ein bisschen echter aussieht. Auch ich lasse meinen mal auf die Seite gucken. So.
dann schwarz ausmalen und am besten so einen kleinen farbigen Punkt auslassen. Ich finde, das sieht immer ein bisschen schöner aus. So, ich stehe auf Wimpern, mein Hase kriegt Wimpern. So, schöne lange Wimpern. Jetzt kommt natürlich die Nase. Die Nase ist so ein bisschen wie ein Dreieck, aber abgerundet. Das heißt, wir fangen an unter den Augen erstmal mit einem geraden Strich. Und dann macht ihr euch am besten einen Punkt unter diesem Strich ungefähr mittig. Und verbindet jetzt die äußeren Kanten mit diesem Punkt leicht abgerundet. So, und wir malen die Nase aus. Und auch da, wenn ihr möchtet, könnt ihr einen kleinen Farbklecks lassen. Supi. Stift machen wir zu. Ah, halt. Die Schnurrbarthaare habe ich vergessen. Die brauchen wir natürlich auch noch. Die könnt ihr natürlich auch, wie ihr möchtet, lang oder kurz machen. Die Anzahl ist auch euch überlassen, wie ihr möchtet. So. Super. Und jetzt kommen natürlich die Zähne. Hier haben wir unsere Zähne. Und die kleben wir jetzt gleich unter die Nase. Aber wenn ihr mal schaut, wir wollen ja fröhliche Häschen haben. Das heißt, wir wollen einen lachenden Mund. Deshalb, ich zeichne euch das mal kurz vor. Schneiden wir von unseren Zähnen noch mal ein bisschen was weg. Seht ihr das? Noch mal so Dreieckchen weg, zur Mitte hin. Und natürlich malen wir da auch noch mal die Konturen nach. Das klappt total gut mit einem festen Kleber. Ihr braucht keinen Flüssigkleber oder Heißkleber. Der ganz normale Klebestift bringt es auch. So, wir setzen das so leicht. Wir lassen ein bisschen Platz unter der Nase. Und da kleben wir das dann mittig drunter. So, drücken das ein bisschen an. So, prima. Jetzt kommt der Mund. Ihr fangt hier in der Mitte an und geht dann hier rund raus. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dann auch noch so Grübchen setzen. Ich finde, das sieht immer ganz süß aus. Ich mache es euch einmal vor. So, und natürlich noch die andere Seite. Und das Grübchen.
So, das Gesicht unseres Häschens ist fertig. Was ganz Wichtiges fehlt noch? Die Ohren. So, dafür haben wir die zweite Rolle. Die dürfte jetzt einmal, Vorsicht mit dem Grün, meinst du noch nicht ganz trocken? Hier knicken. Zumindest die farbige Seite. Und dann schneiden wir uns die mal ab. Dann kann das Grün noch ein bisschen trocknen. Das trocknen wir weiter. So, jetzt machen wir uns die Ohren. Die malen wir uns nämlich einmal auf. Lange Schlappohren. Ungefähr so. Ja. Und die schneiden wir aus. Und dadurch, dass wir das hier doppelt haben, schneiden wir beide Ohren gleichzeitig aus. Hier braucht ihr vielleicht ein bisschen Hilfe, weil es ein bisschen fest ist zum Schneiden. Aber dafür sind ja Mama und Papa auch da. So, ausgeschnitten. Jetzt brauchen wir natürlich, müssen wir da oben noch ein Stück aufschneiden und auch unten. So. Wir haben unsere zwei Ohren. Und jetzt müssen wir die noch ankleben. Das heißt, wir nehmen wieder unseren Kleber. Wir brauchen wirklich nur hier unten ein ganz kleines bisschen mit dem Kleber festmachen. So. Und jetzt guckt ihr, wo eure Augen sind. Und klebt ihr auf jeden Fall auf die Seite des Gesichts. Hinten dran. So. Ansetzen, ausrichten und dann so ein bisschen halten. Damit es gut antrocknet. Dann nehmen wir auch schon das zweite. Auch wieder nur ein bisschen unten. Das reicht vollkommen. Und parallel dazu setzen. Gucken, dass die Ohren gerade sind. Na. Schon sehr gespannt, was ihr macht. So, unser Häschen hat zwei Ohren. Jetzt fehlt nur noch das Grasgewand. Dafür haben wir das hier. Das dürft ihr einmal der Länge nach hier aufschneiden. Damit ihr das so habt. Weil das kommt ja dann später so drum. So, und jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen hier unsere Zacken, die Grashalme. Das heißt, ihr schneidet, ihr habt ja hier von unten eure Grashalme oder die andere Farbe so ein bisschen angezeichnet. Und jetzt schneidet ihr hier von oben Zacken rein. Ja, das heißt, ihr dürft da einfach reinschneiden und immer solche Dreiecke rausschneiden, damit ihr dann später diese Grashalme bekommt. Und die könnt ihr mal dick, mal dünn, mal ganz tief oder ganz lange machen, wie ihr möchtet. Seht ihr? Ist ganz unterschiedlich hoch. Lange. Auch dafür, ihr braucht kein Lineal. Da schneidet ihr einfach, wie gerade die Schere sitzt, rein. So, bei mir sieht es so aus.
bei euch ganz bestimmt anders. Aber so soll es ja auch sein. Räumen hier ein bisschen auf. So. Jetzt müssen wir nur noch ankleben. Dann haben wir es schon. Wir fangen an, hier unten in der Mitte, einmal kräftig mit dem Kleber drauf. Und dann setzt ihr das hier ungefähr, wo die Zähne sind, ganz unten an den Rand. Und dann drückt ihr das ein bisschen fest, damit es euch auch nicht wieder verrutscht. So, jetzt haben wir hier die offenen Enden und die kleben wir jetzt auch eins nach dem anderen an. Und wieder so ein bisschen festdrücken, damit es auch schön festgeklebt wird, nicht wieder aufgeht. Die zweite Kante wieder unten schön anlegen und festdrücken. So. Was ich noch ganz gerne mag, ist, wenn man jetzt die Grashalme so ein bisschen abspreizt. Das finde ich noch mal ganz schön. So. Und dann haben wir doch schon wieder ein neues Mitglied in meiner großen Hasenfamilie. Ich freue mich ganz arg, eure Hasenfamilien kennenzulernen. Schickt mir Bilder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!